Hallo ihr Lieben, heute habe ich mal, oder ja, heute mache ich mal wieder ein Bücherregal-Video. Ich habe hier jetzt ein neues Bücherregal und das auch etwas anders sortiert. Ich zeige euch das jetzt mal im Ganzen. Das ist einmal hier oben. Dann diese Reihe hier. Oder diese beiden Reihen eher gesagt. Dann haben wir hier noch eine Reihe. Und dann geht das hier noch darunter. Dann hier die ersten paar Bücher sind Bücher von Wolfgang Holbein. Und ich muss sagen, die meisten, also zumindest mal hier diese, habe ich noch nicht gelesen. Und ja, ich zeige euch mal die Cover dazu und sag was, wenn ich es schon gelesen habe. Und ich weiß noch nicht, ob ich jetzt die ganzen Bücher verlinken werde, denn es ist ja einiges. Aber auf jeden Fall werde ich die Bücher, zu denen ich eine Rezension gemacht habe, unten verlinken. Und ja, fangen wir mal an. Also wie gesagt, das hier habe ich noch nicht gelesen. Das habe ich auch geschenkt bekommen. Ist auch eine sehr alte Ausgabe, wie man hier am Heine-Logo sieht. Der Greif von Wolfgang und Heike Holbein. Ja. Die beiden Bücher sind aus dem Weltbild Verlag. Die hat mir meine Mama gekauft, beziehungsweise das war so ein Abo. Und da waren die beiden dabei. Habe ich auch noch nicht gelesen. Upsa. Das dann lege ich immer gleich um, sonst fällt alles runter. Der Schattenmagier, das hatte ich mir mal für, wie gesagt, 2,99 € gekauft. Oh. Auch ungelesen und ja, auch von Holbein. 13 habe ich auch geschenkt bekommen. Da wusste ich vorher gar nicht, was das ist. Und ja, ich habe jetzt mal hinten den glatten Text gelesen und dann festgestellt, dass sich das richtig gut anhört. Weil, ja, ich hatte das, wie gesagt, geschenkt bekommen mal. Und ja. Entschuldigt, dass ich so viel rumwackel, aber die Canon ist ganz schön schwer und ich versuche es nicht zu viel zu wackeln. Hier. Auch von Wolfgang Holbein, Wolfsherz, das habe ich jetzt schon gelesen. Da geht es um ein Reporter-Duo, welches nach Transsilvanien reist, um ja, so einen Drogenbaron zu interviewen. Und dann stellen sie fest, oder dann finden sie eben in diesem Wolfsherz, das ist ein Tal, ein Mädchen und nehmen das mit. Und dieses Mädchen ist eben ein Werwolf. Dazu gibt es auch eine Rezension, die schreibe ich dann unten rein. Dann haben wir hier noch die Reihe von Wolfgang Holbein, die Chronik der Unsterblichen. Das habe ich jetzt bis hierhin gelesen, auch rezensiert, und die beiden hier fehlen noch. Das zeige ich jetzt nur mal im Schnelldurchlauf. Da geht es um zwei, beziehungsweise erstmal um einen Vampir, welcher Rache nehmen will, weil sein Dorf niedergebrannt wird. Und dann trifft er auf den Nubier Abudun und er geht mit diesem auf Reisen. Und ja, das sind bis jetzt 15 Bände erschienen.
Und ich habe hier bis 12, glaube ich, und den 15. Also das hier ist der 15. Das hier ist, glaube ich, 12. Und ja. Die sind da auch alle, wie ihr seht, oder fast alle, aus dem Ullstein Verlag. Und die zwei aus dem Lux Verlag, die habe ich auch zuerst gesehen gehabt. Und dann, also die waren, sind Menge Exemplare. Und danach habe ich dann erst die anderen beiden gekauft, also die anderen Bände gekauft. Ja, die waren halt Menge Exemplare. Und irgendwie gab es die anderen hier nicht als in diesem Format von dem Verlag. Und die beiden sind aus dem Club und da gab es auch nur diese beiden. Und dann fing es ja mit diesen hübschen Covern an. Und dann habe ich mir noch das da. Das hier, also mit diesem Buch fängt auch meine Vampir-Reihe hier an. Und hier stehen dann nur, also fast nur Vampirbücher. Zum Beispiel auch die Twilight-Reihe. Die habe ich noch nicht gelesen. Aber ich glaube, die sind auch ziemlich bekannt jetzt so. Dann kommen die Bücher von Anne Rice aus Chronik der Vampire, ist das? Ja, Chronik der Vampire, genau. Das hier habe ich gelesen. Das noch nicht. Also die darauf folgenden noch nicht. Da finde ich auch die Cover ziemlich hübsch. Und ist auch ein ziemliches Sammelsorium von aus verschiedenen Verlegen. Oh, das da geht eigentlich. Das ist ja alles Goldmann und eben die zwei Fische. Habe ich ja alles verschoben. Das mal so. Dann haben wir hier noch die Suki Steakhouse Bücher 1 bis 6 auch aus dem Weltbild Verlag. Da fand ich auch die Cover sehr hübsch. Da fehlen noch ein paar Bücher. Die habe ich auch zum Teil gelesen. Ich glaube bis zum 3. oder 4. Und ich finde sie sehr gut. Also ich habe die Serie gesehen, die Bücher dazu gelesen. Ja, Suki Steakhouse, das ist schon cool. Die Serie heißt ja True Blood. Ich kann noch ein bisschen unterschieben. Dann haben wir hier noch die Black Decker-Reihe. Und damit endet auch mein Vampir-Bücher-Reihe-Dingsbums. Noch Fallen Angel. Gehört zwar, glaube ich, also ist glaube ich kein Vampirbuch, aber ist der gleiche Autor und das wollte ich jetzt nicht auftrennen. Diese Bücher hier sind aus dem Club.
Und da gibt es auch, glaube ich, nur hier die. Und mir fehlen zwei Stück Blutlinie und noch etwas. Und ja. Das habe ich auch schon gelesen, die ersten beiden. Auch eine Rezension, die schreibe ich dann halt unten rein. Und ich finde eben die Cover sehr hübsch. Davon gibt es, ich glaube, 26 Bücher. Das hier sind jetzt 15. Ja, 15. Ja. Und ab hier habe ich schon die. Das normale Format. Dann fängt hier meine Drachenreihe an, also meine Drachenbücher, die ich so habe. Mit Naomi Novik, die Feuerreiter seiner Majestät, bis dahin. Die habe ich alle gelesen und auch eine Rezension dazu gemacht. Ja. Da war es auch wieder so, dass ich zuerst das hier hatte als Mängelexemplar und dann hier die anderen dazu gekauft habe und dann wieder die Cover geändert habe, beziehungsweise der Verlag, weil ich das hier einfach schöner finde. Wobei das ja eigentlich alles ein Verlag ist, zumindest mal die hier und das hier. Ich glaube, das da gehört auch zu Random House. Ein Buch über eine alternative Welt zu der Zeit von Napoleon, in dem es eben Drachen gibt und ja, wir sind in England und die Geschichte dreht sich um einen Schiffskapitän, der einen Drachen findet. Und diesen dann eben reitet. Dann haben wir hier das. Das hatte ich auch mal bei Weltbild gekauft. Als Dreierpäckchen. Und ich weiß nicht mehr, um was es geht. Ich habe es auch noch nicht gelesen. Wahrscheinlich um Drachen. Na. Dann haben wir hier den Drachenthron. Den gibt es auch als ein Buch. Aber ich fand hier die Cover schöner. Und hier ist ein Blitzchen frei, weil das eigentlich drei Bände sind und den dritten habe ich noch nicht. Habe ich auch noch nicht gelesen. Also, dann hier Markus Heitz. Habe ich leider auch noch nicht gelesen, der Drachenkaiser. Das hier ist auch ein Buch, das ich geschenkt bekommen habe und ups, auch noch nicht gelesen habe. Es bekam ich, glaube ich, mal zum Geburtstag oder so. Krieg der Drachen habe ich auch noch nicht gelesen. Die beiden hier waren auch Mängelexemplare und ja, auch noch nicht gelesen. Dann haben wir hier oben noch Bücher. Ja, ich kann die jetzt nicht zeigen, weil das zu hoch ist. Also ich komme schon dran, aber so mit der Kamera ist das. Hier die vier, da geht es um
ja, um Menschen, die eigentlich, oder Käfer in Menschenperson. Also die Menschen haben so Eigenschaften wie Käfer, dass zum Beispiel Ameisen, also da gibt es ein Ameisenvolk, das halt ja, ziemlich armeemäßig ist. Oder die Mistkäfer, wo ziemlich plump sind, aber gute Arbeiter und so. Auch ganz gut, habe ich alle gelesen, aber noch nicht rezensiert. Hier die komplette Reihe eigentlich ist eine Geschichte. Ja, habe ich auch gelesen, aber noch nicht rezensiert. Und ich halte das mal noch mal runter. Und ich kann das ja so machen. Und in dem Buch geht es, weiß ich nicht mehr, schon zu lange her. Ich glaube, es ist 6, 7 Jahre her, wo ich das gelesen habe. Aber ich fand es sehr, sehr gut. Ja, machen wir mal weiter.